Japan ist ein einziger Schuldenexzess. Das Land ist seit Jahren komplett überschuldet. Aber auf der anderen Seite, Japan ist auch immer noch da und es ist ja auch nicht unbedingt arm. Wie hat Japan das gemacht? Und ist das mit dieser ganzen Überschuldung ja vielleicht doch alles ein bisschen Panikmache und halb so wild? Oder aber haben wir hier mit Japan ein echtes systemisches Risiko für die Welt? Japan ist eine Kulturnation, gar keine Frage. Wir verdanken Japan viel. Heidi, Biene Maya, Frankensteins Monster, jagen Godzillas Sohn. Und was aber auch ein Riesenthema ist in Japan, das sind Zombies. Ein Klassiker jagt da den nächsten und das ganze Land ist zurzeit komplett Zombie besessen. Ist nicht unbedingt mein Genre, aber es fällt mir schon auch auf, dass wir auch hier bei uns eine Zombie-Serie im Moment nach der anderen haben gerade. Das ist hoffentlich kein Omen für die richtige Welt, so ein kleiner Vorgeschmack aus Hollywood mehr oder weniger auf das, was auf uns zukommt, weil viele ja befürchten, dass auch in der Finanzwelt die Untoten jetzt langsam aus den Löchern kommen. Aber wenn wir schon drüber reden, einer der größten und der gefährlichsten Zombies der Welt, das ist natürlich eigentlich Japan. Das ist die japanische Staatsverschuldung im Vergleich. Die Grafik ist von der Zeitung Nikkei. Japan hat unter den reichsten Ländern die mit Abstand höchste Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Und das, was wir hier sehen, ist eigentlich noch ein bisschen beschönigend, weil inzwischen liegt sie bei über 260% vom Bruttoinlandsprodukt. Doppelt so hoch wie in den USA und das will schon was heißen. Es ist eine Schuldenlast, die eigentlich nicht mehr tragbar ist und trotzdem ist sie da und steigt auch immer weiter. Wie konnte das passieren? In den 70er, 80er Jahren, da hat es in Japan einen riesen Boom gegeben. Alle haben den Eindruck gehabt, Japan zieht jetzt an allen vorbei, es überholt alle und alle haben sich auf japanische Aktien gestürzt und japanische Immobilien. Ende der 80er hat man in guten Lagen in Tokio 1,5 Millionen Dollar bezahlt pro Quadratmeter. Und es ist auch gesagt worden, die Quadratmeile um den Kaiserpalast, die war mehr wert als ganz Kalifornien. Und Kalifornien ist ja größer als Deutschland und war damals auch nicht ganz billig. Das war natürlich eine Blase, die ist 1989 geplatzt. Das ist der Nikkei, der Leitindex von 1950 bis 2010. Der Chart ist von TradingView. Bis Ende der 80er eine jahrzehntelange Rallye, aber dann der große Absturz von fast 40.000 auf unter 8.000 Punkte. 20 Jahre lang ist er fast nur abgestürzt. Beide Dip hat da dann nicht mehr viel geholfen und auch ein ETF-Sparplan hätte in der Zeit jetzt nicht so richtig gut funktioniert. Und es sind natürlich Banken zusammengebrochen und es kam dann natürlich auch eine große Wirtschaftskrise. Und weil auch die Preise für fast alles durchgehend gefallen sind, kann man auch sagen, Japan war in einer Deflationsspirale, aus der es auch nicht mehr rausgekommen ist. Und weil die Verbraucher kein Geld mehr ausgegeben haben und weil die Unternehmen kein Geld mehr ausgegeben haben, da haben die Regierungen sich eben gedacht, naja, dann muss eben der Staat Geld ausgeben. Das kennen wir ja. Und sie haben dann auch irrwitzig Geld ausgegeben für Infrastruktur und für alles Mögliche. Also sie haben die berühmten guten Schulden eigentlich gemacht, die das Wachstum ja eigentlich steigern sollen. Aber leider hat es nicht viel geholfen und Japan ist bis heute wachstumsschwach und die Verschuldung ist aber immer mehr explodiert. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sagen, Japan ist immer noch da, es steht immer noch, es ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und es ist ja jetzt auch nicht unbedingt arm. Wie haben die das gemacht? Es vergeht ja hier kein Tag auf YouTube, wo nicht irgendwer rumnölt, so in Richtung Schuldenexplosion, das System kracht an die Wand und dann natürlich auch immer das Gegeifere, wie schlimm das alles ist. Zum Beispiel von mir.
Schulden sind schon eins meiner Lieblingsthemen, weil sie wichtig sind und ich werde da auch keine Ruhe geben hier. Ob es jetzt um die Schulden in den USA geht oder um die deutschen Schulden oder um chinesische Schulden oder auch Schulden in der EU. Und ich hoffe, Sie unterstützen mich da auch. Am besten natürlich mit einem Kanal-Abo. Zum Abo geht es hier unten. Und wenn Sie dann noch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie auch gleich, wenn es von mir mal wieder neues Schuldengegeifer gibt gegen irgendjemand. Das heißt nicht, dass Sie sich die Videos dann alle anschauen müssen, aber Sie sehen dann die Themen, die kommen und das ist ja auch schon was wert. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, vielleicht ist es mit den ganzen Schulden ja wirklich nicht so schlimm, wie alle immer denken, weil wie gesagt, Japan ist komplett überschuldet, aber steht trotzdem immer noch ganz gut da, sollte man meinen. Wie geht sowas? Kurz und gut, Japan hat eine Notenbank und die ist noch aggressiver vorgegangen als alle anderen. Die Bank of Japan, die kauft alles am Markt auf, was sich bewegt. Sie hat zum Beispiel auch Aktien-ETFs aufgekauft für umgerechnet 260 Milliarden Dollar. Aber hauptsächlich kauft sie natürlich die Schulden von ihrer eigenen Regierung auf. Inzwischen hält sie 43% der gesamten ausstehenden japanischen Staatsanleihen mit einem Wert von umgerechnet 4 Billionen Dollar. Damit sind die Schulden erstmal weg und die Zinsen bleiben auch unten. Hier haben wir die Renditen auf Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit jeweils, Deutschland, Schweiz, USA und Japan. Japan ist die goldfarbene Linie. Bei uns sind die Renditen jetzt hochgegangen, weil die Notenbanken ja auf die Inflation inzwischen reagiert haben. Aber die Bank of Japan hat nicht reagiert. Der kurzfristige Leitzins ist da immer noch bei minus 0,1%. Und die Rendite, die drücken sie runter mit ihren Käufen. Allerdings, ein bisschen ist da die Rendite auch da hochgegangen, weil die Notenbank das jetzt auch zulässt. Und die Grafik ist von The Market, aber ich habe das Bild hier einfach schamlos geklaut aus einem Video von meinem Kollegen Sebastian Hell. Da geht es genau um diese zusätzliche Schwankungsbreite, die die Bank of Japan jetzt zulässt, nämlich bis auf 1% positive Rendite. Für Japan ist es eine Revolution und der Sebastian geht in seinem Video eben davon Frage nach, dadurch, dass es in Japan jetzt auch wieder Zinsen gibt, wird da von den Japanern jetzt möglicherweise viel Geld abgezogen wieder aus den ausländischen Märkten, sodass es da dann zu Turbulenzen kommen könnte, vor allem in den USA. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich. Ist es nicht herrlich in Japan? Man kann Schulden machen, so viel man will, weil die Notenbank kauft diese Schulden dann auf und alles ist wunderbar. Warum machen wir das nicht alle so? Und das ist ja auch das, was viele Leute sagen. Zum Beispiel die von der Modern Monetary Theory. Was soll die ganze Schuldenpanik? Japan zeigt uns doch, dass es funktioniert. Und eine Zeit lang hat es ja auch so ausgesehen, als würden wir das jetzt alle auch so machen. Aber dann ist eben was passiert, das hat uns da einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Plötzlich war nämlich Inflation da und schon war Schluss mit der lockeren Geldpolitik. Wie gesagt, das große Thema in Japan, das war die letzten Jahrzehnte ja nicht Inflation, sondern Deflation. Und die meisten Japaner sind auch davon ausgegangen, dass die Inflation nie wiederkommt. Und darum waren die Nullzinsen auch eine Zeit lang okay und das System hat sich trotzdem getragen. Aber jetzt normalisiert sich alles wieder, schon seit einiger Zeit. Hier haben wir die japanische Inflation, die letzten 25 Jahre. Die Grafik ist von Trading Economics. Und es stimmt schon, sie war oft negativ, aber gerade die letzten 10 Jahre war sie eben nicht mehr so niedrig, wie man immer glaubt. Es hat auch Ausreißer nach oben gegeben und spätestens jetzt müsste man natürlich schon was tun in Japan. Im Juli war der Anstieg bei 3,1%, nur fast so hoch wie in den USA. Nur in den USA ist der Leitzins natürlich bei 5,25 bis 5,5% und in Japan ist er negativ. Und das ist eigentlich nicht mehr tragbar.
Der Witz ist, Japan lechzt ja eigentlich nach Inflation. Der Aktienmarkt lechzt nach Inflation. Die Industrie lechzt nach Inflation. Der Staat, für den wäre es auch nicht schlecht, weil er sich damit auch ein bisschen entschulden könnte jetzt wieder. Aber auf der anderen Seite sind die Staatsschulden jetzt eben schon so hoch, dass sich der Staat keine höheren Zinsen mehr leisten kann. Schon jetzt gehen für den Schuldendienst 22,1% vom gesamten Haushalt drauf. Und das dieses Jahr bei einem geplanten Defizit von 4% nochmal vom Bruttoinlandsprodukt. Wie soll das dann aussehen bei einem Zins, der angemessen wäre, zum Beispiel bei 3% oder 4%? Es geht nicht, sie stecken jetzt in der Falle. Am Ende ist ja immer auch viel Psychologie und der Finanzmarkt, der hat auch seine Vorurteile, die er so pflegt. Wir haben auf der einen Seite Länder wie Argentinien mit einer Verschuldung von nur 85% zum Bruttoinlandsprodukt und trotzdem haben wir da eine verheerende Kapitalflucht und das Land gilt als pleite. Oder auch eine verheerende Kapitalflucht in der Türkei, wo der Leitzins jetzt natürlich jahrelang zu niedrig war, das ist schon so, aber das Ganze hat sich natürlich inzwischen auch verselbstständigt. Und wir haben ja letztes Jahr sogar eine Panikattacke gehabt am Bondmarkt in Großbritannien. Die hat dann Liz Truss ja auch das Amt gekostet, die Einschläge kommen also näher. Aber auf der anderen Seite haben wir eben immer noch so Länder wie die USA, wie Japan, wo die Entwicklung zwar schon irgendwie bedenklich ist, wo man sich aber einfach schon sehr an alles gewöhnt hat. Und die haben ja auch immer noch gute Ratings und alles, weil man sich einfach nicht vorstellen kann oder auch vorstellen will, dass da auch mal was Schlimmes passiert. Aber speziell bei Japan merkt man eben trotzdem, langsam geht da was kaputt. Das ist der Yen zum Dollar die letzten 20 Jahre. Bis 2012 war der Yen noch eine starke Währung, trotz Nullzinsen, weil dieser Nullzins damals noch angemessen war. Aber seit im Ansatz die Inflation wiederkommt, ist er sehr, sehr schwach und er hat sich zum Dollar fast halbiert, obwohl in den USA auch nicht alles super war. Die Industrie in Japan hat davon natürlich profitiert und Japan hat ja auch sehr gute Unternehmen. Wer aber überhaupt nicht davon profitiert hat, das war die Bevölkerung. Das sind die nominalen Löhne in den G7-Staaten seit 1990, also seit der Japan-Krise. Die Grafik ist von CNN, Japan ist in Rot. Es hat als einziges von den Ländern 30 Jahre lang so gut wie gar keinen nominalen Lohnzuwachs mehr gehabt. Und hier haben wir von Bloomberg die nominalen und die realen Löhne seit dem Jahr 2000. Die Reallöhne sind die schwarze Linie und da sieht man schon, da war die Veränderung fast immer negativ. Und dadurch haben wir von 1990 bis 2000 einen Rückgang der durchschnittlichen Reallöhne gehabt in Japan von 25%. Und das ist wirklich hart. Japan hat mit vollen Händen Geld ausgegeben, es hat seine Strukturen gerettet, es hat seine Zombies gerettet, aber damit hat es eben gleichzeitig Vertrauen untergraben und seine Bürger haben den Preis dafür bezahlt. Die ganze irrwitzige Verschuldung hat den Leuten am Ende nichts gebracht. Und damit sind wir wieder bei der Grundsatzfrage und auch bei der Modern Monetary Theory, für die Japan ja dieses großartige Beispiel und das großartige Aushängeschild ist. Wohlstand durch noch mehr Schulden. Aber wofür die ganzen Schulden, wenn sie die Leute dann am Ende ärmer machen als vorher? Und es ist noch nicht vorbei für Japan. Ich glaube jetzt zwar auch nicht, dass Japan irgendwann in den nächsten Jahren komplett zusammenbricht, aber die Lage ist schwierig und am Ende des Tages ist Japan eben doch eine Art Kartenhaus. Und ich gehe davon aus, dass das den Leuten jetzt langsam doch auch immer klarer wird. Und dass das Vertrauen weiter erodiert und es kann eben durchaus auch sein, dass auf Japan da in den nächsten Jahren wirklich eine richtige Belastungsprobe auch zukommt. Mit anderen Worten, Schulden sind manchmal notwendig, sie sind manchmal richtig, aber sie sind eben auch immer zwiespältig und auch gefährlich. Und ich halte es nach wie vor eben für sehr, sehr fahrlässig, wenn man so tut, als gäbe es diese ganzen Gefahren gar nicht und als hätte man jetzt mit Schulden und mit der Monetarisierung von den Schulden durch die Notenbanken, als hätte man damit jetzt sogar so eine Art Patentlösung, die man immer bedenkenlos einsetzen kann.
Wenn Sie wissen wollen, wie das so ist mit Schulden, dann fragen Sie die Länder, die zahlungsunfähig geworden sind. Das waren seit 1960 147 Fälle und es war jedes Mal wieder ein Riesenspaß für alle Beteiligten. Aber jetzt genug gegeifert, hier zum Schluss noch was Konstruktives von mir. Morgen kriegen Sie von uns die erste Ausgabe von Heinrichs Hauspost. Und wie schon gesagt, da geht es dann um Finanzprodukte, mit denen man als Anleger profitieren kann von den relativ hohen Anleiherenditen, die wir zurzeit haben. Es ist ja jetzt nicht überall so wie in Japan. Anleihen sind relativ zu Aktien jetzt wieder vergleichsweise attraktiv und gleichzeitig ist es aber eben auch denkbar, dass die Zinsen die nächsten Jahre schon wieder nach unten gehen, sodass jetzt vielleicht dafür ein ganz günstiger Kaufzeitpunkt ist. Und dazu gibt es dann eben ein paar Produktideen aus verschiedenen Regionen und die Hauspost ist völlig gratis. Jeder kann sie lesen und Sie bekommen sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Und wenn Sie den Report dann gelesen haben, dann würde es mich natürlich auch freuen zu hören, wie Ihre Meinung dazu ist. Und unabhängig davon jetzt aber nochmal eine kleine Umfrage. Was ist Ihrer Meinung nach der gefährlichste Zombie an der Börse? Und jetzt sagen Sie nicht Volkswagen. Volkswagen hat gerade auch in der Vorstandskantine die Currywurst wieder eingeführt. Der Kraftriegel des Facharbeiters, wie unser Altkanzler Schröder mal gesagt hat. Das ist jetzt der Durchbruch, das ist das stärkste Kaufsignal seit Jahren. Und wie das alles miteinander zusammenhängt und was das auch mit China zu tun hat, dazu können Sie sich jetzt nochmal mein Volkswagen-Video vom Juli anschauen. Aber nicht vergessen, erst noch eintragen für unsere Gratis-Reports auf www.heinrichs-hauspost.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.